Der 9. November mahnt uns, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte nicht selbstverständlich sind, dass Stabilität und Stärke dieser wichtigen Grundwerte davon abhängen, inwieweit es gelingt, sie fest in unserer Gesellschaft zu verankern, weil sie nur dort Stärke entfalten können, wo sie von der Mehrheit getragen und auch verteidigt werden. Der 9. November erinnert uns daran, was die Voraussetzungen für Freiheit sind. Eine stabile Demokratie, in der alle Menschen ihre Rechte auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, die Ausübung ihrer Religion, die freie Wahl der Art zu lieben und zu leben in Anspruch nehmen können. Und der 9. November fordert von uns ein, eben für diese Freiheit einzutreten, an jedem Tag und an jedem Ort. Meine Damen und Herren, die Demokratie gewinnt ihre Wehrhaftigkeit nicht nur aus der Rechtsstaatlichkeit, sondern auch aus der Wachsamkeit und dem Mut, antidemokratischen, menschenverachtenden Tendenzen offen entgegenzuwirken. Frühzeitig, mit klarer Haltung und unmissverständlicher Sprache. Und dabei kommt es auf jede und jeden an. Auf Sie, auf mich, auf uns alle. Hier sind wir alle in der Pflicht, uns eindeutig zu positionieren.